willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Live 2. Ich bin hier noch beim Händler und Ron, schieß los. Hast du irgendwas für mich? Ja, Martin, ich hab was für dich. Pass auf. Wenn du hier kurz wartest, ja, gib mir jetzt eine Minute, dann zeige ich dir mal ein Geschoss. Eine Rakete. Ein Geschoss. Ja, pass auf. Ich hol schnell. Warte. Hm? Ich beweg mich mal nicht. Lass mich überraschen. Das Überraschungsei des Landwirts. Oi. Ja, moin. Worum geht's jetzt? Ron, was willst du mir andrehen? Ja, Martin, ich grüße dich. Guck mal. Mir hätte ja schon ein Kipper genügt, ne? Aber die Maschine davor ist auch ganz sexy, muss ich sagen. Echt? Ich weiß nicht, was ein Geldbeutel hergibt, aber... Ja, vermutlich das nicht. Aber was ich dir präsentieren wollte, war ja hier der Sjotskin. Den hatte ich ganz neu reingekriegt, hier drüben in meiner Abstellhalle drüben. Hatte ich den gebunkert. Ja, vielleicht wäre der was für dich. Ich weiß nicht, du kannst mal umgehen. Ich brauche den für Hackschnitzel, der ist ideal. Wie viel geht da rein? Du, da passen 47.000 Liter rein. Der Preis, finde ich, ist auch ganz kommod eigentlich. Kostet dich, also nur für dich jetzt 55.000 glatt. 55, nur für mich. Nur für dich. Aber das musst du... Weil ich so ein treuer Kunde bin. Kaufen die anderen hier eigentlich auch so viel? Du, die kaufen schon stark. Der Herr Schubert jetzt momentan ein bisschen weniger. Seitdem wieder diesen hat kleinen... Weißt du, wie die finanzielle Lage bei dem ist? Ah, er sagt immer, bei ihm stehen sie gut, bei ihm stehen sie super, er ist der beste Landwirt. Aber ich glaube das mittlerweile gar nicht mehr so. Irgendwann muss ihm das Geld ausgehen. Das glaube ich nämlich auch nicht, dass er so gut steht, wobei er wohl relativ lukrative Sachen hat. Ah, ich musste erstmal hier in meiner Überweisungsliste ein bisschen suchen, aber weißt du was? Ja. Ich, pass auf, zup, Mann, gekauft. Warte, Online-Banking? Klack, ich hab's gerade gekriegt. Hey Martin, du bist ein Schatz, ja. Ja, ich hab doch so schnell ging's noch nie. Nee, ich muss ja sagen, ich hab doch immer an dir geglaubt. Siehst du, ich hab dich nie verlassen. Siehst du, jung, dynamisch, erfolgreich, hast du immer gesagt. Hab ich immer gesagt. Ich hab dich nicht enttäuscht. Ja, nein, überhaupt nicht. Warten, soll ich dir liefern? Oder willst du ihn Ich würde, wenn du ihn mir liefern kannst, wäre super, weil ich hab noch die Spritze hinten dran. Martin, was hältst du denn von der Idee? Ich gebe dir jetzt das komplette Gespann, kannst du das so holen? Ich leide den Schlepper mal für ein paar Tage, so eine ganze Woche für 0 Euro. Für 0 Euro, lass es einfach mal ein bisschen raushängen. Ja, ja, ich weiß schon, wie der Hase läuft, ne? Irgendwann vermisse ich den so sehr, dass ich gar nicht mehr ohne den kann dann. Und dann ist er gekauft. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ja, ja. Was hältst du davon? Ich find's super, mach das so. Ja, dann stell ich auf die Seite und dann kannst du dir abholen, wenn du brauchst. Oder steig einfach ein, nimm gleich mit. Wenn du Schuhe haben möchtest. Noch. Ach, weißt du was, dann fahr ich doch direkt mit dem. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ron, du bist mein Mann. Vielen, vielen Dank. Warten, hab mich gefreut, mit dir wieder Geschäfte zu machen. Lass dich wieder sehen. Jo, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ach, und ich, warte mal, Ron, ich muss, mach du schon mal weiter, aber ich hab gesehen, der Bayer ist hier, der Bürgermeister. Habt ihr irgendwie einen Termin? Ja, also ich hatte ja vor, hinten dran an der Wiese neu auszubauen, eine neue vernünftige Halle machen mit Durchfahrtsmöglichkeiten. Okay, da wolltest du jetzt eine Genehmigung holen. Ja, also die Genehmigung habe ich schon gekriegt. Ich brauche bloß noch ein fähiges Bauunternehmen. Ich weiß nicht, Martin, wäre das vielleicht nicht was für dich, wo du sagst, das wäre... Ja, baumäßig bin ich nicht derjenige. Okay, das ist schade. Da muss ich mich mal gucken, wie hier noch ansässig ist, wie ich da ansprechen kann mal. Aber ich finde schon was. Ja gut, also so habe ich nichts. Okay, ich wollte noch mal kurz mit dem Bayer sprechen. Herr Bayer. Mahlzeit, Herr Kirchner. Mahlzeit. Ich sehe Sie hier gerade. Waren Sie schon beim Olaf? Nee, beim Schuhbord war ich noch nicht. Wann fahren Sie da hin? Habe ich jetzt demnächst vor. Mit dem Polizisten zusammen. Okay. Die Show möchte ich mir eigentlich ungern entgehen lassen. Herr Kirchner, bei aller Liebe, aber ich glaube, da lade ich Sie mal nicht zu ein. Ja, ich werde mich gegebenenfalls selbst einladen. Ich habe sowieso noch ein paar Fragen an den Olaf. Ah ja, okay, Herr Kirchner. Zwinker, zwinker, tschüss. Ja, tschüss. Ach, ich glaube, da will ich dann auch ohne Einladung mal vorbeikommen. Ich hoffe, ich verpasse das nicht. Aber wir haben ja wieder mal einen Schnapper gemacht und vor allen Dingen haben wir jetzt noch einen Trecker mehr. War jetzt eigentlich so nicht geplant, aber sagt man nicht nein, ne? Ach, müssen wir mal irgendwelche in Wartung bringen? Dann könnten wir den ja als Ersatzmaschine, das wäre ja eigentlich ganz intelligent, ne? Na, muss ich mal mit dem Mitarbeiter besprechen, was wir da jetzt logischerweise machen, weil so viele Schlepper brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, Müller? Grüße Sie, Kirchner hier. Moin. Moin. Sie sind ja im Moment sozusagen Sie haben Dauerauftrag bei uns. Ja, Sie haben mich gebucht, das ist richtig. Richtig. So, jetzt habe ich folgende Sache. Sie brauchen noch einen Kipper für die Hackschnitzel. Ja. Den habe ich hier.
Das ist gut. Auf dem Hof. Auf dem Hof, bei Ihnen auf dem Hof. Ja. Ja, das ist gut. Wenn Sie, wo sind Sie gerade? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich habe den Anhänger voll noch mit Kartonagen und ich bin gerade unten bei Kramper Agrar, um das zu verkaufen. Passe auf, dann machen Sie das weiter. Dann werde ich jetzt mal schnell Hackschnitzel rüberbringen. Dann sehe ich auch kurz den Fortschritt und dann machen wir vielleicht da. Machen Sie damit einfach weiter. Ich sorge jetzt erstmal für Nachschub. Ja, wie ist denn da die Lage? Soll ich danach dann gleich wieder Wasser fahren? Ich hatte jetzt 3 Wagen geholt. Soll ich dann danach direkt wieder Wasser fahren? Also, wenn Sie alles verkauft haben, was wir im Moment auf Lager haben, dann würde ich Ihnen den John Deere einfach geben und dann können Sie Hackschnitzel erstmal fahren. Alles klar, super, dann melde ich mich nochmal ab. Alles klar, machen wir so. Danke Ihnen. Jo, tschö. Tschüss. Jetzt habe ich da am Zaun eben gesehen, dass da schon wieder der Bankberater, glaube ich, war, ne? Ich glaube, der war auch am Morgen schon mal hier. Den habe ich einfach umfahren. War natürlich nicht so ganz nett von mir. Aber müssen wir mal gucken, ob der noch irgendwo hier ist. Ansonsten, ich glaube, da habe ich mich verguckt. Ansonsten rufe ich den mal kurz an. Herr Hartold, bis kurz. Grüße Sie, Herr Hartold. Bitte, wann ist die nächste Rate fällig? Naja, die Woche definitiv nicht. Weil Sie haben ja die letzte Woche schon 2 bezahlt. Da sind Sie jetzt eigentlich schon, die Woche ist schon raus. Das ist jetzt wieder nächste Woche eine Rate. 88.000 waren das, ne? Genau, ja. Angenommen, ich könnte das zahlen, dürfte ich denn dann auch wieder? Ja, ja, gar kein Problem. Also mir ist sehr viel daran gelegen, das möglichst schnell zurückzuzahlen. Wie viele Raten musste ich insgesamt nochmal machen? Ich habe das wieder vergessen irgendwie. Insgesamt waren es 7. 7, okay. Ja. Davon haben Sie schon 2 schon bezahlt. Aber wenn Sie die wirklich bezahlen, dann einfach kurz bitte Bescheid geben. Ja, das werde ich Ihnen nochmal sagen. Okay, gut. Wunderbar. Dankeschön. Passt. Tschüss. Herr Müller. Ja, Herr Kirchner, moin. Moin. Sie haben die Paletten weggebracht? Ja, ich wollte Sie gerade anrufen, dass ich fertig bin. Ich habe jetzt schon mal das Wasserfass hintergepackt. Ja, pass mal auf, ich habe irgendwie einen Fehler, glaube ich, auf meinem Konto, beziehungsweise irgendwie scheint mir die Verkaufsstelle zu viel überwiesen zu haben. Ich habe jetzt 350.000, also ungefähr 300.000 müssen Sie überwiesen haben, beziehungsweise die Verkaufsstelle. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Ja, das kann schon sein. Also eventuell hat sich mein Kollege auch bei dem Überweisungsschein da vertan, weil ich sollte Bescheid geben, dass das Stroh jetzt abgefahren ist. Es waren wohl insgesamt 4 Fahrten. Ja. Und ja, da war eigentlich nicht so viel Geld drin. Ich muss nochmal fragen, wie viel es genau war, aber 300.000. Ja, telefonieren Sie gerne mal, weil also ich 300.000 habe ich jetzt insgesamt bekommen. Ja. Das muss jetzt für alle Kartonpaletten und sowas. Ich weiß, also ich nehme das Geld gerne, aber es kommt mir ein bisschen viel vor. Also ich hatte jetzt die Kartonagen verkauft zu einem Preis. Augenblick, ich kann nochmal den aktuellen raussuchen in der Kartei. Wie viel hatten Sie denn verkauft? Jeweils 7 Paletten. 7 Paletten? Genau, einmal 7 Paletten Kartons. So, da war der Liter bei 1470 Euro. Also die 1000 Liter bei 1470 Euro. So, das Ganze mal 5 sind wir bei einer Palette. Sind wir bei 51.000 Euro. Ja. Für die Kartonagen.
Und bei dem Papier, ich bin da zu D&S gefahren, da war der Preis ein bisschen besser, der ist jetzt schon wieder abgesackt. Ja. Und zwar haben wir da pro Palette 10.850 Euro, sind wir bei insgesamt 75.950. Okay. Na? Hm. Okay, ja, telefonieren Sie einfach mal rum, was Ihre Kollegen da gemacht haben. Genau. Das wäre dann ein bisschen unter dem, was jetzt hier angekommen ist. Richtig. Ich werde jetzt nochmal nachfragen. Kann auch sein, dass er sich bei der Überweisung da vertippt hat. Aber da rufe ich ihn eben an. Alles klar. Aber nochmal kurz. Also, soll ich jetzt Wasser fahren? Ja oder nein? Weil Sie sagten ja eben am Telefon, ich sollte den John Deere nehmen. Ich würde Ihnen zwar ganz gerne den John Deere bringen, aber das Problem ist, also kennen Sie irgendeine Stelle, wo man hier Hackschnitzel herbekommt? Ja, entweder über einen Landhandel oder beim Sägewerk, aber einen direkten Ankauf. Ja, also der Landhandel betreibt ja das Sägewerk und da habe ich auch immer was weggenommen, aber da ist jetzt nicht mehr so viel drin. Das heißt, wenn ich sie jetzt losschicke, das wird eine halbe Fahrt sein, die da jetzt drin ist noch. Das wird sich nicht lohnen. Ja gut, das ist natürlich schwierig. Ich wusste mal, dass wir was liegen hatten beim LU. Ja? Ja, dann, wenn Sie sowieso mit Ihren Kollegen telefonieren, dann erfragen Sie es doch mal und dann rufen Sie mich nochmal an. Genau, ich frage nochmal nach, ob wir noch was liegen haben oder ob das mittlerweile auch weg ist. Alles klar, gut, so machen wir es. Ich lade jetzt erstmal ab. Jo. Bis dann, tschüss. Tschö. Okay. Ja, vielleicht stimmt's ja. Es wäre auf jeden Fall schön, dann würde ich nämlich direkt 2 Kreditraten wieder zahlen. Je schneller der Bums weg ist, desto besser ist es. So, dann wird das einmal kurz rausgeschoben. Und dann läuft unsere Produktion hier hoffentlich auch wieder. Wir schauen uns das mal schnell an. Ja. Aber das ist schon gut. Also das ist finanziell, also besser kann es eigentlich nicht laufen. So, was wir mit dem ganzen Getreide und so. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren an manchen Stellen, aber das ist auch gar nicht so dramatisch. Hier haben wir noch richtig viele Ressourcen. Hier haben wir noch richtig viele Leerpaletten, die noch verarbeitet werden können. Und jetzt gucken wir mal kurz, wie das mit dem Wasser aussieht. Ah, ich glaube, nächste Station ist das erst. Bin mal gespannt, wann das alles auffliegt, wann es hier Ärger gibt, wann die anderen Landwirte mit Mistgabeln vor meiner Tür stehen. Eigentlich kann es nicht mehr... Ach du liebe Zeit. Ja, moin. Ach du Scheiße. Ja, da uns stehen glorreiche Zeiten bevor, möchte ich sagen. Das ist ja pickepacke voll hier. Und wir haben ja noch mehr Leerpaletten. Absoluter Wahnsinn. Ja gut, ich fahre jetzt nochmal schnell mit Hackschnitzeln. Ich hole jetzt nochmal schnell Hackschnitzel und dann... Also Leute, von mir gibt's dafür ein Like. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber von mir gibt's dafür ein Like. Das ist ja klasse, wie hier der Rubel rollt. Das geht immer weiter so. Klasse. Jo, Kirchner. Ja, Müller hier, moin. Moin. Und zwar habe ich jetzt mal gerade abgeklärt, also mit der Überweisung kann er sich nicht vertan haben, da ist wohl irgendwas anderes schiefgelaufen. Ja, ich habe auch nachgeschaut, also bei der Überweisung ist wohl nichts schiefgelaufen, das müsste alles soweit stimmen, aber vielleicht hat uns jemand anderes etwas fälschlicherweise überwiesen. Wir müssen das mal checken, also irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht ganz. Ja, also irgendwas ist da im System auf jeden Fall falsch gelaufen. Ich hatte auch nochmal durchgerechnet, was ich jetzt... alles verkauft habe, wie viel es genau war. Und wie gesagt, ja. da kommen wir nicht mit hin. Nee, also da muss irgendwas anderes passiert sein. Aber sorry für die Umstände und danke, dass Sie nachgerechnet haben nochmal. Ja, ist ja kein Problem. Ich habe auch zwar keine sehr guten Nachrichten, aber eventuell eine Idee. Ah ja? Und zwar brauchen Sie ja Hackschnitzel, richtig? Ja, genau. So, wir haben bei uns im LU haben wir keine mehr liegen. Ich hatte gerade nochmal mit Dieter gesprochen. Aber was wir ja anbieten können... Sie haben ja um die komplette Zellstofffabrik drumherum, ich fahre da ja ständig im Kreis, habe ich gesehen, Sie haben ja überall noch Bäume stehen.
Wie wäre es denn, wenn wir, also wir haben ja die Möglichkeit, Holzhackschnitzel zu produzieren, wenn wir bei Ihnen quasi die Bäume fällen und das Ganze dann zu Hackschnitzeln verarbeiten und direkt einfüllen? Ja. Wäre zwar auch eine Verbindung mit Kosten, also wäre zwar auch mit Kosten verbunden. Genau, aber das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, weil das muss natürlich dann noch gewinnbringend für die Produktion sein. Genau, da müssten wir. Sonst war es immer so, dass wir das dann sozusagen vom Händler, da ist das nur ein Abfallprodukt. Ja. So, und dann haben wir das immer vom Händler genommen und der hat einen guten Preis dafür gemacht. Wenn Sie jetzt sagen, wir können das in einem ähnlich guten Preis machen, also ich habe beim Händler für 1000 Liter, glaube ich, 100 Euro bezahlt. Ja, natürlich sehr gut, ne? Kann man nicht sagen. Das ist natürlich. Wenn Sie das jetzt so, wenn Sie das jetzt so in einer ähnlichen Preiskategorie schaffen können, dann wäre es super. Ansonsten. Ja, ich weiß nicht. Also mir kommt das sehr teuer vor. Aber sagen Sie mal ruhig mal, also wissen Sie schon einen Preis? Also ich habe da was im Kopf, ja. Also man könnte jetzt sagen, um zu dem ganzen Thema einen Freundschaftspreis zu machen, wir roden quasi, oder wir rechnen uns einfach pro Baum ab, ist einfacher. Wir rechnen uns pro Baum ab und dann berechnen wir pro Baum einfach mal 350 Euro. Wie viel, meinen Sie, kriegt man aus so einem Baum raus? Schwer zu kalkulieren, weil die unterschiedlich groß sind. Aber wir müssten die Produktion auf jeden Fall wieder ins Laufen kriegen, dass sie sauber durchlaufen kann. Bis ja, also das sollte jetzt garantiert sein. Ich habe jetzt, glaube ich, 18.000 Liter nochmal nachgefüllt und davor nochmal 49.000, wenn ich mich nicht täusche. Also es läuft jetzt hier auf jeden Fall was. Ja. Wir haben jetzt nicht ultra Stress, aber es wäre natürlich schon ganz schick, ne? Ja, ja. Ich kann mich aber auch nochmal einfach mit dem Kollegen kurz schließen. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen anderen Deal hin. Ich gebe da mal mein Bestes, dann spiele ich mal ein bisschen mit besseren Karten für Sie. Was machen Sie jetzt gerade? Ich habe jetzt gerade das Wasserfass wieder hinter und würde nochmal eine Fuhre Wasser holen, dass wir das auch wieder, also beziehungsweise ist ja schon relativ viel drin, aber einfach das, was da ist. Okay. Dann machen Sie das mal und ich würde Ihnen, genau, danach wäre nochmal Papier und Karton zu verkaufen und ich würde Ihnen dann den Hackschnitzelanhänger schon mal hier lassen. Falls Sie hier irgendeine Baumaktion planen, dann können Sie den auch direkt mitnutzen, um das zu transportieren. Genau, so machen wir es. Ne, also wie gesagt, okay. Ich kümmere mich darum und ich verkaufe dann auch gleich nochmal ein paar Paletten und dann sieht es auf Alles Ihrem klar. Konto auch schon wieder besser aus. Ja, da sieht sowieso gut aus. Da sieht es ja besser aus, als ich vermutet hatte. Ja, das ist doch schön. Ja, ich frage mich halt noch, ne? Man ist geneigt dazu, das Geld dann auch auszugeben. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich es später bereuen. Ja, nicht, dass in Teufels Küche kommen, ne? Nee, genau. Naja, gut, ich fahre mal zurück zum Hof. Es steht aber jetzt hier alles. Ja, wunderbar, dann weiß ich Bescheid. Ich kümmere mich, ne? Alles klar, bis dann. Jo, tschüss. Ciao. Mensch, das lübt ja. Also das mit dem, es war eine der besten Ideen, die ich hatte bislang mit dem Mitarbeiter. Nee, das sagen wir nicht. Mitarbeiter sagen wir nicht. Oh, schon der Nächste. Ja. Ja, guten Tag, Herr Kirchner. Hier ist der Herr Becker wieder. Und zwar der Herr Becker, das war der. Ja, stillschweigende Angebot zurück von Ihnen. Ich habe jetzt offizielle Mittagspause bis 12 erstmal. Oder bis mich der Herr Schubert wieder braucht. Ja, könnte ich mal vorbeikommen, wenn da jetzt. Oh, das ist ja klasse. Ja, dann machen wir das doch. Ich guck mal kurz. Warte mal. Sollen wir direkt zum Du übergehen? Das ist mir auf dem eigenen Hof immer ein bisschen lieber. Ach so, ja, natürlich. Also, ich bin der Ben. Gut, ich bin der Martin. Und würde jetzt mal kurz gucken, was im Moment zu tun ist. Also, wir haben wirklich allerhand zu tun. Und ich bin froh für jeden Mitarbeiter. Ja, na sicher. Ja, ich bin jetzt auch gerade erst im PKW, weil ich nehme mal an, mit den Traktoren vom Herrn Schubert kann ich da nicht woanders noch irgendwie mitarbeiten. Das geht nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Das wäre ein bisschen, ist schon unverschämt, was ich hier gemacht habe, dass ich hier einfach abgeworben habe. Aber das wäre dann nochmal dieses andere Level von unverschämt gewesen. Pass mal auf, ich würde mir wünschen, wenn nichts dagegen spräche, dass du mit der Sämaschine unterwegs sein würdest. Ja, na sicher. Auf welchem Feld? Was? Auf dem Feld 53 wäre das, glaube ich. 53, okay. Steht die schon da? Nee, die ist am Hof. Wir müssen dann sowieso, komm einfach mal zum Hof, dann besprechen wir da alles. Alles klar, so mache ich's. Bis gleich. Bis gleich. Mensch, Leute. Also ich habe jetzt echt das Gefühl, dass unsere Farm hier läuft, aber
Jo, Kirchner. Hallo Martin, ich wollte kurz was anregen. Und zwar habe ich gerade gesehen, wie ich vorbeigefahren bin, dass unser Tabak fertig ist. Und da bräuchten wir natürlich noch ein anderes Schneidwerk, um das überhaupt ernten zu können. Da wollte ich mal nachfragen. Welches brauchen wir da? Da muss ich mal kurz gucken. Da brauchen wir... Passt das an unseren dran? Ich weiß es gar nicht. Sonst bräuchten wir nämlich eventuell noch einen Feldhäcksler dafür. Okay. Oh, ich rede mal mit dem Olaf. Aber ich wollte sowieso mal sowieso zum Ron, um den Drescher von der Wartung abzuholen. Da kann ich sonst mal nachfragen, ob er zufällig einen Star hat und uns das dann leihen könnte. Pass mal auf, ich bin jetzt gerade auch beim Ron. Ich wollte wegen eines Fluges gucken, weil wir müssen flügen. Ja. Mach du das Schneidwerk und ich spreche jetzt mit ihm wegen dem Flug. Und bist du gerade auf dem Hof irgendwie zufällig? Ich bin gerade bei uns auf dem Hof, ja. Dann nimm gerne schon mal den Ben in Empfang und statte den, wenn es geht, schon mal mit einem mit einer Sämaschine aus und einem Trecker, sodass ja, der auf dem Feld... Die Sämaschine hatte ich gerade auf dem Fentang, dann kann ich ihn direkt die das geben super. Und komme dann gerade zum Händler, um den Trecker abzuholen. Klasse, so machen wir's. Wunderbar. Okay, gut, dann machen wir's so. Super, klasse. Jawohl. Bis dann, tschüss. Ron, moin. Hey, Mann. Ist er wieder. Ja, grüß dich. Das ging aber schnell. Totalschaden. Wie? Totalschaden? Wie? Was? Wo? Ach, kleiner Scherz meinerseits. Danke, ey. Ich hab nur gerade deinen Wagen gesehen, da musste ich wieder an die Story denken. Ich wollte kurz fragen, hast du einen Flug für mich da, den ich günstig schießen könnte bei dir? Ein Flug? Warte, ich hab schon was da. Ich hab was Gebrauchtes sogar da. Ich brauch was Großes Gebrauchtes. Oh, was Großes Gebrauchtes. Wie groß? Ich hab zwei Flüge hier. Ich hab einen mit 10,5 Meter. Ja, und? Was ist das noch? Und ich habe noch einen da mit 4,9 Meter. Das wäre ein Lemken. Der wäre gebraucht. Ist aber eigentlich so noch ein Top-Zustand. Kostet dich knapp 50.000. Wie viel hatte der? 4,9 Meter Arbeitsbreite. Und der 10, wie viel kostet der? Der große mit die 10,5, du, der kostet 130. Der ist aber nägelnagelneu. Der ist... 130.000. Hast du nichts dazwischen noch? Doch, habe ich. Ich weiß nicht, ob dir was taugt. Wenn dir die Marke vollkommen egal ist, hätte ich doch so einen Salford da. Der hat 6,2 Meter und kostet dich 70. Warte mal. Lass mich mal hier in den Katalog ein bisschen reinschauen. Ja, guck mal rein. Was gibt's denn da alles? Also, 130 ist natürlich schon echt viel Geld, ne? Ja. Und wenn du sagst... Ich glaube, ich nehme... Was hat es gesagt? Lemken, ne? Ja, der Lemken, das ist der Titan 18, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Der hat 4,9 Meter. Den nehme ich. Den nimmst du? Alter. Was kostet mich das? Ja, 55 für dich. 55, alles klar. Heute haben wir Tag der 55 irgendwie, ne? Ja, heute ist irgendwie ein ganz komischer Tag. Ich weiß nicht, wo ihr alle plötzlich das Geld her habt. Ach, wer hat denn noch Geld? Du, irgendwie hat ja jeder Geld momentan. Ich verstehe es ja nicht. Also jeder kauft hier ein wie ein Weltmeister heute. Ja, schon ein das ist ja super. Es ist eine große Konjunktur ausgebrochen hier im Dorf. Ja, ich merke schon. Ich bin mal nicht. Und siehst du, das Geld ist wieder direkt überwiesen. Ah, du bist das ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Eine Frage habe ich noch. Ja. Der Thorsten. Ja. Mit dem verstehst du dich ja, glaube ich, ganz gut, ne? Ja, ich verstehe mich auch mit dir ganz gut. Ja, ja, gut. Aber schuldet der dir noch Geld? Nein. Nicht? Nein. Wir sind jetzt wieder quitt. Ich kaufe jetzt dann wieder Maschinen zurück. Weil er irgendwas umstellen möchte, muss ich jetzt ein neues Angebot machen. Aber mal gucken, was da rauskommt. Weil darum sage ich ja, ich finde es irgendwie sehr komisch, dass hier momentan jeder hier mit dem Geld rumschmeißt. Also ist nicht böse, ich meine, das ist mein Vorteil. Du, es lügt einfach hier. Merkst du? Die Steuerquellen, die sprudeln. Und ich habe auch, bald wird es hier, glaube ich, sehr, 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 sehr viel Ärger geben in dem Dorf, weil hier ein paar Dinge nicht so laufen, wie das, glaube ich, geplant ist. Aber solange der Bürgermeister oder der eine oder andere Landwirt nichts davon mitbekommt, ist das alles super hier. Ach Martin, du weißt doch, ich halt still, ne? Ja, davon gehe ich aus, Wir müssen ja jetzt mal wirtschaftlich denken und jeder muss davon ja irgendwie profitieren, Mann. So, tun wir doch so mal ist es Bett, doch. Ne? So ist es doch. Ja. Alles klar, dann mache ich mich auf und den Flug habe ich von dir gekauft. Kann ich den mitnehmen? Den kannst du mitnehmen. Wenn du mir 5 Minuten dann gibst, fahre ich in die Halle rüber und stell dir vorne auf die Straße hin, dann kannst du ihn anhängen. Dauert halt 5 Minuten Moment. Sollst du bekommen, alles klar. Vielleicht kannst du noch in der Schuhbett derweil besuchen und dann kannst du ihn gleich mitnehmen. Genau. Wie ich das allerdings machen werde, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Ist ja eine interessante Information, dass die anderen auch auf einmal ganz viel Geld haben. Da werde ich mich doch mal erkundigen, denn ich habe erfahren durch den Buschschwung, dass es einem Landwirt finanziell wohl gar nicht so gut geht. Aber das wollte ich einfach mal, das muss ich mal verifizieren, ja? Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Es läuft ja richtig gut im Moment. Was es mit diesem Geld auf sich hat, das muss ich jetzt mal rausfinden. Wie wir das machen, seht ihr dann aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und auch gerne nächstes Mal wieder reinschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.